Made with Unity. East Asia Soft. Panda Indie Studio. Excessive Trip. Ja, das ist das Spiel, was es heute im Angedattelt gibt. Excessive Trim. Ein wohl relativ brutales Spiel, in dem es halt darum geht, dass wir halt alles zerschnetzeln. Okay, Palette, Klassik, Lightpal, VGA.pal und so weiter. Wir bleiben bei Klassik. Also ist hier alles in Schwarz, Weiß und Rot. Settings. Ich glaube, eventuell müssen wir hier nochmal gleich nachjustieren von der Lautstärke her. Wir werden das gleich im Spiel sehen. So, schauen wir mal. Level 1. Okay. Ich habe keine Ahnung. Oh, oh, okay. Was genau ist denn jetzt die Steuerung? Ich bin verwirrt. Hochgradig. Was? Weird Store. Ja, ist alles ziemlich weird hier. Okay. Ich bin tot. Ich hab die Steuerung nicht verstanden. Okay, also ich habe Quadrat, das macht nichts. Dreieck macht nichts. Kreis macht nichts. X boostet uns ein bisschen voran. Okay. R1 macht dasselbe. Was darf ich denn jetzt berühren, was nicht? Oder. Hä? Oder darf ich nur durchdashen mit... Oh. Okay. Ich glaube, so ist es gedacht irgendwie. Wenn wir so ein komisches Auge, nenne ich es mal, eingesammelt haben. Dann können wir sofort normal dashen, ja? Okay, Revenge New. Drop a bomb when you get hit. Burn the crops. When you dash, you leave a trail of fire behind you. Gedasht. Ah, Kacke. Ein merkwürdiges und sehr kurzweiliges Spiel, möchte ich mal meinen. Ja, aber diese runden Dinger geben auch irgendwelche Upgrades oder so. Ich weiß es nicht. Aber nicht veganer Spiel. Okay. Okay. Ich werde besser. Broken Controls. You move really slow, but you can spam the dash more. Okay. Das ist interessant. Das heißt, ich habe mehr Möglichkeiten hier zu überleben. Nachdem man jetzt ein bisschen das Spiel versteht.
macht das ja schon mehr Sinn. Ich glaube, wir haben schon so ziemlich alles vom Spiel gesehen. Ja, wenn ich jetzt das hier mache, macht keinen Sinn, weil ich bin quasi fast tot. Dann brauche ich keine Bombe hinterlegen, wenn ich getroffen werde. Von daher ein bisschen Speed up. Level 3. Ja. Ja, da hat mich das Ding irgendwie getroffen. Okay, eine Runde machen wir noch. Aber ich glaube, da haben wir von dem angedaddelt hier auch so ziemlich alles gesehen, was wir sehen wollen. Plus ein Maximum HP. Nervöses Dashing. Pressing the Dash Button to change. To charge it back faster. Okay. Okay. Weit entfernt von den Kühen die Taste gedrückt. Faster Dash. Ja. Was Magnet. Irgendwie funktioniert das mit Gras. Okay. So ein bisschen frage ich mich ja schon, was wir geraucht haben, um dieses Spiel hier zu machen. Was? Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben vom Spiel alles gesehen. Mehr hat dieses Spiel nicht. Ist okay. Ist halt was Arcadiges, sag ich mal. Ne? Die Spiel hätte man so an sich halt auch früher in irgendwelchen Arcade-Hallen gehabt. Ne? Wo es halt dann darum geht, hier die möglichst beste Höchstpunktzahl zu erreichen und so. Ist okay. Ist halt auch sehr kurzweilig, ne? Das war kurz ein bisschen Spaß. Das war's. Ein bisschen schwierig, dass ja wirklich nichts erklärt wird. Ne? Sprich, wie kommst du an Gegner vorbei? Was musst du tun, um an Gegner vorbeizukommen? Und so, gerade bei den Anfangslinien da mit irgendwelchen Kühen. Ja, nachdem man den Dreh raus hat, geht's es? Aber ist dennoch alles sehr verwirrend. Aber na gut. Ja, das war's mit dem Angedeil zu Excessive Trim. Das ging tatsächlich wirklich schneller als gedacht. Aber naja, ist halt dann so, ne? So, jetzt verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Angedaddelt.